Seid ihr grüßt. Liebeskummer ist auch wieder so ein Ding, wa? Wenn du Liebeskummer hast, dann bist du echt am Arsch. Wa? Dann geht's dir dreckig. Das ist, als wärst du durch eine Mauer gelaufen und kannst nicht mehr zurück. Ist dann schrecklich. Prost. Ich hab kein Liebeskummer. Gerade. Ich erinnere mich bloß manchmal ganz gerne dran, wie das so war. Wa? Dann haben die Freunde von mir, wenn ich Liebeskummer hatte, haben sie das kurz immer angehört, so was ich dazu erzählen hatte. Dann haben sie gesagt, ach Mahoni, bei dir ist es doch egal, wa? Ich sag, wieso ist es egal? Na, kick dich doch mal an. Hä? Tja, was soll ich kicken? Ja, da kommt eine Fliege, kommt so eine Fliege, eine Stubenfliege kommt drin. Wa? In die Situation geflogen, eine kleine Stubenfliege. Setzt sie irgendwo hin, dann kickt sie die so an, die Stubenfliege. Dann fliegt sie los, ich sag. Geil, ja. Weißt du? Ja. Das ist bei Mahoni so, wa? Ich lass mal halt schnell ablenken. Von meinem Kummer. Wa? Greif dann nach jeden Zippel. Ganz anders ist es bei manchen Leuten, ja, die da teilweise jahrelang dran knappern, wa? Ah, Liebeskummer, Liebeskummer. Das kann schon bösartig sein, wa? Kannst du auch Freunde bei verlieren, ja? Wenn jetzt einer immer nur noch daran denkt, wa? Und du sagst so, na, wie geht's dir? Und du sagst, ach, frag nicht. So eine Geschichte, weißt du. Da hat man nach einer Weile keinen Bock mehr, sich mit dem zu treffen, wa? Zum tausendsten Mal an der Bar sitzen und von früher erzählt bekommen. Das kann schon sehr ermüdend sein. Deshalb ist mein Tipp eigentlich, lass dich ablenken, wa? Und wenn nur eine Fliege ist, wa? Weil in jedem Detail, ja, auf Jottes Erde hier, steckt ein bisschen was drinne von der Liebe. Ja, und wenn man das alles irgendwie zusammennimmt, war, tausend kleine Sachen ergeben manchmal wieder ein großes Neues. So mache ich das zumindest, war. Aber nun bin ich ja Gott sei Dank in festen Händen verheiratet und Liebeskummer ist eine Geschichte, die, sag ich mal, liegt zurück, war, liegt hinter mir in der Jugend da, damals. Gott sei Dank, ja. Aber wenn du irgendwelche Fragen und Probleme hast, dann einfach mal Uni fragen, wa? Einfach durchklingeln oder eine E-Mail schreiben, wa? Ich helfe dir gerne weiter. Rinjauen. Ja.